Dann fangen wir an. Leonid, du hast das Wort. So überraschend. Okay. Moment. Das Bild sehen alle, alles da. Ja, herzlich willkommen bei unserem gerade entstehenden Lernpfad zur digitalen Zusammenarbeit. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, wer jetzt was erzählen möchte. Und ich erzähle was. Moment. Irgendwie springt meine Kamera hinterher. Ich wollte was zu der Motivation erzählen oder warum, wie wir drauf gekommen sind und was das Ganze sein soll. Hinter diesem Lernpfad zur digitalen Zusammenarbeit und was das überhaupt so im Groben ist. Wie vielleicht auch bei euch in Unternehmen werden irgendwie Tools eingeführt. Bei uns war das die Einführung von Office 365, Migration von alten Postfächern auf neue Konten und dann gab es auf einmal dieses Microsoft Teams, das Dubiose, da gab es wiederum weitere Tools und das war's. Also es gab irgendwie keine Begleitung zu diesem ganzen Thema und das Feedback war von allen Richtungen, dass Leute damit nicht klarkommen und nicht nutzen wollen. Später kam halt Corona und Homeoffice und man hat dann irgendwie sich dann doch mal in Teams einarbeiten müssen, aber für viele Sachen fehlt da immer noch so eine Unterstützung und auch bei uns, für viele Leute ist Teams jetzt nur so ein Skype 2.0 und viele Funktionen, die man dort hat, um digital zusammenzuarbeiten, die fehlen einfach. Und was wir halt auch beobachtet haben bei uns, dass zwar so diese IT-Seite existiert, dass man dran denkt, dass es Tools gibt, aber wenn es darum geht, dass das auch ein Change-Prozess ist, dass Menschen irgendwie sich mit den Konzepten auch auseinandersetzen müssen, also das, was in diesem Skillset, Mindset, Toolset, da fehlt das Skillset sehr oft. Mindset auch an sich, weil man damit nie gearbeitet hat. Man hat nur ein Tool und kann damit nicht viel anfangen. Und so war irgendwie so die Idee, okay, was ist, wenn man jetzt einen Guide hätte, einen Lernausguide für Menschen, die einfach mal zum Beispiel auch offen dem Thema gegenüber sind und sagen, okay, ich möchte mich damit doch besser beschäftigen, weil meine Kollegen können damit so gut umgehen und ich will das halt auch erlernen. Und dieser Guide könnte den Menschen die Konzepte hinter den Tools irgendwie erklären. Also nicht unbedingt, wie mache ich gewisse Sachen in Microsoft Teams, sondern warum mache ich diese Sachen überhaupt? Also warum gibt es sowas wie Likes? Warum nutzt man Replies? Was ist das mit den Gruppen? All die Sachen, die man vielleicht so nach und nach sich irgendwie selber beigebracht hat oder aus irgendwelchen Netzwerken, das den Menschen beizubringen, die vielleicht nicht so technikaffin, nicht so vernetzt sind, die einfach nur dieses Tool haben und damit jetzt arbeiten müssen. Und der Guide wäre praktisch so in seiner Grundausprägung wirklich nur, also konzentriert sich stark auf die ganzen Konzepte, auf die Fragen warum, auf so ein bisschen High-Level, wie man das nutzt. Wir haben das auch ausgiebig diskutiert in der Gruppe, dass es sich nicht unbedingt lohnt, auch gleich irgendwie sowas reinzupacken wie geh bitte in Microsoft Teams, geh bitte in irgendwie Google, wie auch immer das da heißt und mach irgendwas, sondern man überlässt wirklich diesen einen Part auch dem Unternehmen selbst. Das heißt, man muss das Ganze so ein bisschen an das eigene Unternehmen adaptieren, weil diese Tools sehr verschieden sind und wir haben auch bei uns in den Diskussionen gemerkt, wir kommen aus unterschiedlichen Unternehmen und da sind einfach mal die Voraussetzungen, die technisch schon unterschiedlich. Und wenn man das jetzt alles in einen Guide packen würde, wäre das ein Riesenguide. Und deswegen gibt es praktisch nur einen Umfang, der mehr oder weniger toolunabhängig ist. Und das, was wirklich die toolspezifischen Ausprägungen sein sollen, das müssen dann diejenigen machen, die diesen Guide bei sich im Unternehmen einführen möchten oder nutzen wollen. Und das ist so die eine Motivation hinter dem Ganzen, was ich auch sehr spannend fand. Also das haben vermutlich andere Gruppen, die jetzt einen Guide entwickeln, genauso ausprobiert. Einfach mal, wie schafft man jetzt wirklich so einen Guide mit anderen gemeinsam zu erschaffen, die komplett auf freiwilliger Basis zusammenkommen und das Ganze irgendwie über eine Zeit lang entwickeln, das Ganze aufteilen und gucken, dass man das, doch zu einem Dokument am Ende irgendwie zusammenbringt. Und all die Diskussionen, die man so führen möchte, warum funktioniert so eine Einführung bei uns nicht und bei uns doch, dass man dann trotz dieser Diskussion dann konstruktiv vorankommt und wirklich auch Tatsachen schafft. Genau, so viel zur Motivation. Und jetzt würde ich an Magnus vermutlich weitergeben, so ein bisschen zu dem Setting, in dem wir sitzen. Ja, vielen Dank, Leonid. Leonid hat diese Idee ja tatsächlich unter der Connect-Plattform von Cogneon auch so mal skizziert. Und wir haben seit
Ja, wir treffen uns seit Anfang 2020 ungefähr mit einem Netzwerk aus ja, Personen, die sich mit Guide- und Multiplikatoren-Netzwerken beschäftigen. Das ist diese Guides-Exchange-Community, von der ich hier oben geschrieben habe. Es gab wohl auch schon mal so eine Guides-Community, ja eben auch von Cognion organisiert, die aber mehr so, wo also Guides aus verschiedenen Unternehmen ja auch zusammen was erarbeitet haben. Und eigentlich war mir diese Idee auf einen Tweet von Julia Wieland im Dezember 2019, muss das gewesen sein, mir gesagt, lass uns doch da mal auf freier Organisation sozusagen treffen und uns da gegenseitig unterstützen mit unseren Guide- und Multiplikatoren-Netzwerken in den unterschiedlichen Unternehmen. Und das haben wir, wie gesagt, dann im letzten Jahr begonnen, treffen uns da oder trafen uns da eigentlich, bis wir zu diesem Thema gekommen sind, wirklich jeden Monat und haben aus verschiedenen Unternehmen eben die aktuellen Herausforderungen, bestimmte Themen herausgegriffen und haben uns da immer gegenseitig wirklich toll unterstützt, wirklich kollaborativ gearbeitet. Und wie gesagt, dann kam dann dieser Post von Leonid unter Connect. Und da habe ich gedacht, na, das ist doch eigentlich das, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, in mehreren Terminen, das würde uns in dem Guides Exchange Netzwerk total weiterbringen. Das wäre das, was wir für alle Unternehmen irgendwie auch brauchen, sondern Lerncircle, wo wir digital zusammenarbeiten lernen können. Ja, und dann treffen wir uns jetzt da seit November, glaube ich, ne? Eben regelmäßig zu diesem Thema, zu dem, ja, wir haben ihn dann Lernost Circle Guide Digitale Zusammenarbeit genannt und ja, sind halt dabei, sozusagen diesen Guide zu erstellen, haben erstmal Konzepte erstellt, was wollen wir eigentlich abdecken und so weiter und sind jetzt eben zu den ersten Inhalten gekommen, die ersten, haben User Stories definiert, haben dann halt tatsächlich die ersten Katas definiert und das ist so der Stand, wo wir gerade sind und den wollen jetzt dann, wie jetzt die Katharina, glaube ich, uns vorstellen. Ne? Nee, gar nicht. Die Fabienne. Fabienne. Die Die Fabienne. Fabienne Brenner. Genau. Oh Gott. Also, wie gesagt, wir sind mittendrin im Leitfadenprozess und wollen euch heute mal den aktuellen Stand vorstellen und auch ein bisschen Feedback bei euch einholen. Nochmal zum Ziel: Wir wollen möglichst vielen Menschen das Thema digitale Zusammenarbeit ja, ermöglichen, dass sie sich das erschließen können. Und wie Magnus gerade schon sagte, wir haben am Anfang ganz viele unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema selber erst einmal gesucht. Wir hatten erst mal angefangen, dann eigene Lerngeschichten zu schreiben. Wir hatten User Stories ausprobiert und dann sind wir dazu übergegangen, zu gucken, was gehört denn eigentlich an einzelnen Elementen alles zum Thema digitale Zusammenarbeit. Und das seht ihr in den blauen Waben. Da haben wir das mal zusammengetragen, was das alles für uns sein kann. Und da wäre auch schon der erste Wunsch an euch, quasi mal drüber zu schauen, ob wir da alles abgedeckt haben oder ob ihr noch Waben vermisst, die wir da mit aufnehmen können. Dann könnt ihr die da gerne ergänzen. Und das andere ist, dass wir gerne auch euch mal abfragen würden, was quasi ihr euch unter den einzelnen Elementen vorstellt. Und da könnt ihr einfach jetzt mal ins Whiteboard selber reingehen. Da unten sind schon die Post-its oder ihr könnt euch eigene Post-its noch machen. Das war jetzt irgendwie mal ein paar Minuten zusammentragen, was euch alles dazu einfällt. Sind Ja. alle mittlerweile im Whiteboard drin? Ich habe den Link nochmal in den Chat gepostet, dass ihr alle nochmal Ja, aufs Whiteboard super. wechseln könnt. Genau, wir haben jetzt hier diese Punkte Wissen teilen und Entscheidungen im Team treffen. Da hast du ja so ein paar Post-its dazugeordnet. Ne? Genau. Und dann können sich jetzt mal alle so ein bisschen auf dem Board orientieren und dann einfach sich ein Post-it schnappen und loslegen. Wenn ihr eine Frage habt zu so einer Wabe, vielleicht könnt ihr die gerne auch hier stellen, wenn es vielleicht euch nicht so ganz klar ist, was wir mit Planen oder sowas gemeint haben. Also gerne auch jetzt hier nachfragen. Und wenn die Post-its zu wenig sind, klickt ein vorhandenes an und mit der rechten Maustaste und wählt Duplizieren aus. Dann verdoppelt sich's und ihr könnt es dann für euch anpassen. Dachte rein und sagst, wenn zu wenig Post-its da sind, dann frage ich im Sekretariat nach, ob wir noch welche im Schrank Ich gehe liegen mal haben. schnell ins Lager und hole noch ein paar.
Da sind sie. Danke für die Post-its. Ups, wollte ich mir gerade einen schnappen. Und dann... Ihr könnt natürlich gerne auch zu den anderen Punkten, also ihr habt jetzt Wissensteilen und Entscheidungen im Team treffen, das sind jetzt diese Post-its. Ihr dürft natürlich gerne sozusagen zu den anderen Punkten, das sind so unsere Ideen für die 12 Wochen, da auch gerne Anmerkungen zu schreiben. Auch auf die Post-its irgendwelche Häkchen oder Dots setzen, wenn man sagt, total cool, genau das denke ich auch. Sehr gerne, gute Idee, mach mal einfach. Geht ja auch hier zum Beispiel über die Icons einfügen, das klappt dann nicht auch. Irgendwie so eine Form wählen oder die links ist Aufgaben, okay. Ich nehme einfach mal so eine Form hier. Ja, hier so ein Punkt oder sowas. Ne? Ich habe hier mal. Ich habe Punkte eingefügt mit verschiedenen Namen. Ihr könnt euren Namen einfügen und dann sagen, ja, finde ich gut, wenn ihr wollt. Danke, Frank. Gerne.
musikalisch untermalt hier. Das habe ich ja bei Simon irgendwann mal gehört. Ich dachte, musst du mal schnell Musik finden. Immer freie Musik, meinst du auch. Wonder Woman hat dich versetzt. Fragst dich, wer könnte dir helfen? Doch selbst unter Freunden fühlst du dich fremd. Du suchst überall nach einem Helden. Doch hier ist niemand, der einen Klacken kennt. Niemand hier kann dich retten. Das Bild. Finde ich ganz toll. Ja, super für eure vielen tollen Ideen. Ja, finde ich auch super, was da alles gerade entsteht. Ich überlege gerade, ob wir noch ein bisschen weitermachen oder ob wir sagen, wir gehen im Programm weiter vor und alle können im Nachgang weitermachen. Was ist da gerade? Seid ihr im Flow? Braucht ihr noch 3 Minuten oder so? Lass die Leute schreiben. Wir tun uns selber einen Gefallen als Leitfadenteam damit, wenn wir diese Ideen noch sprudeln lassen. Du bist ja egoistisch. Nein, ich bin Wissensmanager und ich will das Rad nicht neu erfinden. Und wenn da viele gute Ideen reinkommen, können wir entweder direkt verwenden oder es inspiriert uns zu anderen Sachen. Ja, Mensch. Ich wollte aber auch nicht, dass sich jetzt die Teilnehmenden genötigt fühlen, irgendwie sich da weiter Sachen zu überlegen und vielleicht aber gerade irgendwie darauf warten, dass wir weitermachen. Das wollte ich einfach nur mal abfragen. Wir haben jetzt im Chat zum Beispiel eine Rückmeldung von der Sabine, die gerne weitermachen würde. Genau, vielleicht mal noch ein Stimmungsbild. Ja. Genau, das war so mein Gefühl auch, dass alle gerne irgendwie. Wir lassen das Wort ja im Nachhinein auf. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen, die da entstanden sind. Es ist richtig bunt geworden. Das wird für uns jetzt eine Aufgabe, das im Nachgang nochmal alles schön zu sortieren und mit dem, was wir schon erarbeitet haben, abzugleichen und neue Impulse mit aufzunehmen. Das finde ich eine super Sache. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Dann würde ich jetzt gerne mal, Magnus, wenn du mal weitergehst und die nächste Folie vergrößerst, genau, sind wir bei der Grundstruktur für unseren Lernpfad angekommen. Wir haben 13 Wochen vorgesehen, also das erste ist halt das Sprint Planning und die 12. Woche ist Sprint Review und dazwischen haben wir uns 3 Phasen oder Levels überlegt, die wir quasi anbieten wollen für die Lernenden, dass wir am Anfang anfangen mit dem Thema Erkunden und Reflektieren und uns da ein paar Wochen mit beschäftigen, dann mit dem Thema Verstehen und Anwenden und das die Phase weitergeben und vertiefen. Und da haben wir gerade so ein bisschen die Herausforderung, das zusammenzubringen, weil wir ja in den einzelnen Bereichen, in den Waben, die ihr ja oben gerade alle gesehen und mit Leben schon geführt habt, ja womöglich eine Person auch unterschiedliche Lernstände hat. Und das wollen wir auch versuchen zu berücksichtigen, dass die Person sich dann eben in dem Bereich nicht langweilt oder unter- oder überfordert fühlt. Und das werden wir dann über die einzelnen Cutters ja abgleichen. Das heißt, wir werden ja ganz viele Cutters zur Verfügung stellen, so dass sich jede Person die für sie passende Cutter dann dazu aussuchen kann.
Genau, und wie das dann konkret aussehen könnte, das haben wir euch mal in einem Beispiel mitgebracht, nämlich dem Beispiel Entscheidungen treffen. Wenn du da jetzt mal rüber switchen könntest, Magnus. Vielen Dank. Und ein bisschen größer, oder ich muss mal gerade hier selber ins Board gehen, damit ich es überhaupt lesen kann. Genau, da hatten wir es nochmal so genannt, erste Begegnung, das wäre quasi dann Level 1 im Rahmen von Entscheidungen treffen, zum Beispiel zu sagen, ihr habt euch jetzt ja in der Woche 0, habt ihr euch im Zirkel getroffen und habt dort ja eine Abstimmung gemacht, was die Termine anbelangt und nur einfach nochmal zu reflektieren, wie habt ihr denn diese Entscheidung getroffen? Und ja, das könnte man dann noch weiter ausführen, zum Beispiel, dass man im nächsten Meeting dann einfach mal ein Tool aussucht und damit nochmal ja, die nächste Session dann plant. Oder auch Reflexionsfragen aufs eigene Unternehmen bezogen. Ne, wie läuft denn die Entscheidungsfindung aktuell im eigenen Teamstart, am Arbeitsplatz, was läuft gut, was läuft nicht so gut, dass man da schon einfach so ein Bewusstsein für generiert, wie Entscheidungen zustande kommen und wie die getroffen werden, auf welcher Ebene. Und dann haben wir uns da Inhalte zu überlegt, also es gibt dann Input zu den verschiedenen Entscheidungstypen, die es gibt, zu Konsens, und wir stellen verschiedene Methoden vor. Und wenn wir dann jetzt mal auf das nächste Level gehen würden, das wäre ja dann die Anwendung im Alltag, da geht es dann nochmal darum, zum Beispiel so ein Delegation Board zu erstellen. Da haben wir auch so eine Vorlage und da kann man einfach mal gucken, ja, was ist das Thema und wer darf überhaupt entscheiden und mit welcher Methode wird entschieden. Und ja, eine Spalte ist noch, wer darf gegebenenfalls ein Veto einlegen. Und das sieht ja bei jedem Entscheidungsthema dann womöglich anders aus, dass einfach da ein Bewusstsein entsteht und dass man auch dann die Handwerkszeuge hat, das im eigenen Team oder Umfeld anzuwenden. Genau, die konkrete Anwendung wäre dann, die nächste Entscheidungsfindung zu planen, zu gucken, wie man dabei vorgeht. Wir stellen auch bestimmte Tools vor und dann könnte man das in der Zirkelrunde dann gemeinsam ausprobieren. Und so haben wir jetzt überlegt, dass wir diese Sachen dann mit allen Elementen dann machen, die wir oben ja gesammelt haben zu den einzelnen ja, Sachen, die einfach zu einer digitalen Zusammenarbeit zusammengehören. Soweit erstmal unsere Idee. Habt ihr dazu Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Habt ihr Anmerkungen? War das verständlich? Nicole hat eine Frage in Chat gepostet. Seid ihr schon gestartet oder und könnte bei euch noch jemand dazukommen? Leute, die mitmachen wollen, sind immer willkommen, glaube ich. Auf jeden Fall. Also wir sind schon gestartet. Magnus hat ja eben gesagt, ich glaube, ab November schon, aber wir haben eine sehr lange Findungsphase gehabt. Und ich fand das eben so schön. Ich war eben in der Session vom Leadership. Und da ging es ja auch nochmal um, ja, die haben auch von ihren Erlebnissen von der selbstorganisierten Lernfahrtentwicklung erzählt. Und ich fand es halt super spannend, weil ich uns da eins zu eins wiederentdeckt habe. Weil wir, ne, jeder bringt einen anderen Ansatz mit oder es findet ja auch Fluktuation statt. Die Gruppe findet sich jedes Mal neu. Also es ist ja auch spannend, was auf dieser Metaebene sozusagen alles passiert. Und von daher, ja, um die Frage jetzt kurz zu beantworten, wir sind gestartet, wir können Unterstützung gebrauchen und freuen uns, wenn du dabei bist, Nicole. Gibt es weitere Fragen dazu? Nochmal. Sorry, ich hätte eine Frage. Ich habe ja den Anfang so ein bisschen mitbekommen und bin ja dann quasi ausgestiegen. Was mich jetzt interessieren würde, wie seid ihr auf das Thema Entscheidungsfindung gekommen? Als inhaltliches Thema, um quasi das digitale Zusammenarbeiten dann abzubilden. Also das würde mich einfach nochmal interessieren. Warum jetzt nicht Projekte durchführen oder so? Weil Projekte durchführen ein eigener Zirkelguide wäre, glaube ich. Und weil Entscheidungen treffen ja immer in der Zusammenarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen eine Rolle spielen kann. Ne? Das kann ja eine kleine Entscheidung sein, einfach über welches
Tool wollen wir uns verständigen oder wie wollen wir jetzt an der Stelle weitergehen? Und da haben wir einfach diese verschiedenen Elemente gesammelt, die uns ja einfach auf dem Weg zur digitalen Zusammenarbeit dann gekommen sind, weil das alles Sachen sind, die wir täglich in unserer ja, digitalen Zusammenarbeit so finden. Und deswegen, das ist jetzt ein Beispiel, was wir schon ein bisschen weiter ausgearbeitet haben. Deswegen haben wir das jetzt hier präsentiert. Bei den anderen sind wir gerade noch dabei, das ja, weiter auszubauen. Und das ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich, werden das auch eher so Sachen sein, die dann ja, die dann am Ende stehen oder ein bisschen weiter hinterkommen, dass wir erstmal mit den Grundlagen anfangen und dass wir uns dann langsam eben halt auch dahin arbeiten. Reicht dir das? Ja, ja, klar. Dankeschön. Gerne. Genau, wir haben so ein paar Cutter schon mehr bearbeitet, Wissen teilen, Entscheidungen im Team treffen, als auch ein bisschen vorbereitet drin, schon Retrospektive, ne, und Weiterentwicklung. Ne, und so haben wir beim Grunde genommen, sind wir bei den verschiedenen Themen einfach auch noch verschieden weit und nutzen da gern auch noch eure Expertise, eure Willen. Und wer gern mitschreiben möchte, habe ich einfach hier oben jetzt nicht nur Beta testen, sondern hier einfach nochmal ein weiteres Kästchen gemacht. Nutzt den gerne. Hat noch jemand eine Rückmeldung, eine Frage? Ich habe bitte. Ich habe eine Frage oder eine Rückmeldung. Ich reflektiere einmal das, was ich verstanden habe. Es geht um digitale Zusammenarbeit mit einem ganzen Katalog, Blumenstrauß von verschiedenen Tools, die eingesetzt werden können, die nicht alle Must-Have sind, sondern Nice-to-Do zum Teil. Und was wir früher gemacht haben, wenn wir sowas hatten, wir haben dann gesagt, einer macht den Facilitator für ein Thema, arbeitet das aus, stellt das dem Team vor und lässt dann das Team auch damit arbeiten. Habt ihr an ein solches Konzept gedacht? Nee, erstmal nicht, weil die Leute, die, also weil wir nicht nur mit dem davon ausgegangen sind, dass die alle aus einem Team kommen. Sondern wir haben es weiterhin offen gelassen, dass sich ja auch Leute aus unterschiedlichen Teams in diesem Zirkel finden können. Genau, Diversität war schon die Idee tatsächlich dahinter auch. Deswegen hatten wir auch diese, wir haben so verschiedene ja, Kenntnisstufen auch dann gesagt, ach, ja, ich mache erstmal vor so einem Thema so eine Selbsteinschätzung, wie weit bin ich denn in dem Bereich Wissen teilen, wie weit bin ich in dem Bereich planen? Ja, und dass man da durchaus eben sagen kann, ich habe vielleicht einfach Experten mit Newbies auch tatsächlich in einem Circle drin. Das soll schon möglichst divers und zusammen sein. Das, was wir uns überlegt haben, also das sind jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Tools und so ein bisschen auch auf die Frage von Katharina von vorher, das sind jetzt keine Methoden oder wirklich komplexere Zusammensetzungen, sondern wir haben die Sachen später irgendwie rausgenommen, wo wir denken, dass sie für jede Art von Arbeit wertvoll sind und jeder Mensch irgendwie mit all diesen Komponenten zu tun haben wird. Also dass jetzt Wissen teilen, egal was man macht, vorkommen wird. Oder wenn es noch nicht vorkommt, dafür ist der Guide, dass man sich das anguckt. Und all diese Sachen werden irgendwo da sein. Also Entscheidungen treffen, egal was wir machen, wir werden Entscheidungen treffen. Wenn wir im Team arbeiten, wenn ich alleine was mache, werde ich eine Entscheidung treffen in irgendeiner Form. Wenn ich was plane, es kann die Planung sein für mich, für meinen Alltag, im Team, in der Organisation, im Projekt, wie auch immer. Sondern dass eigentlich all diese Bausteine alle notwendig sind. Also jeder Mensch würde sie durchgehen. Also nicht jetzt, dass eine Person sich damit mit Planung beschäftigt und die andere mit Entscheidung. Und deswegen meinte ich am Anfang, die Sachen sind toolunabhängig. Es geht nicht darum, rauszufinden, wie ich zum Beispiel in Office 365 eine Planung mache. Weil das könnte man schon aufsplitten und sagen, okay, die eine Person guckt sich MS Planner an und die andere guckt sich sonst was an. Aber die Konzepte hinter dem Ganzen und zu verstehen, warum man das Ganze braucht, das bräuchte eigentlich jeder Mensch, der dort unterwegs ist. Deswegen geht man diese 12 Wochen durch und hat auf unterschiedlichen Levels all diese Komponenten, um diese digitale Arbeitsweise zu lernen. Dadurch, dass wir auf jedem
Punkt unterschiedliche Level ansprechen, wird es auch, wenn der Experte jetzt mit einer Gruppe Newbies zusammen wäre, auch für den nicht langweilig, dann kann er nicht nur seine Expertise, sein eigenes Wissen teilen, sind wir schon wieder beim Thema, sondern er kann auch dann noch ein paar fortgeschrittene Übungen machen und den anderen auch berichten, was er da gelernt hat, um auch die schon etwas weiter voranzubringen mit dem, was er einen Vorsprung hat. Ich habe noch eine Frage, vielleicht habt ihr das eben schon gesagt und ich war noch im Mittagsloch. Sagt ihr an irgendeiner Stelle dieser Unterschied zwischen digitaler Zusammenarbeit und der nicht-digitalen? Also spielt das irgendwie eine Rolle? Weil das fände ich sehr spannend. Ich glaube, unser Fokus liegt schon tatsächlich auf der digitalen Zusammenarbeit, weil wir halt natürlich auch häufig hier aus diesem Guide- und Multiplikatoren-Netzwerk-Thema kommen und sagen, ja, die sind meist entstanden, wie wir ja ne, in so als so Champion-Idee, als tatsächlich häufig auch Office 365, das ist also meistens so die Grundlage unserer Gruppe. Aber natürlich sind die Dinge, die wir jetzt da erlernen, auch teilweise sicherlich unabhängig von digital auch in analoger Zusammenarbeit nutzbar. Ja. So ein bisschen aber mit dem einzigen, also der Unterschied, den ich da sehe, wenn wir reden ja oft von dem Pull-Prinzip zum Beispiel, dass ich Wissen, also Wissen teilen ist halt eine ganz große Komponente hier, dass ich Wissen teile und teile und teile oder über Kommunikation. Wenn ich das jetzt natürlich analog mache, dann ist es vermutlich nicht mehr so Pull-Prinzip. Also wenn ich jetzt meine Kollegen ständig voll quatsche, weil ich Informationen teile, ist es schon was anderes. Von daher glaube ich schon, dass unser Fokus auf digitale Zusammenarbeit bewusst gewählt ist. Also weil die Sachen lassen sich nicht alle genauso auf analoge Zusammenarbeit übertragen. Und das war einfach am Anfang so die Motivation, wirklich diese Lücke zu füllen in der digitalen Zusammenarbeit und diese Konzepte, die einfach neu sind. Analog hat man ja über Jahre schon rausgefunden, wie man es macht, wie man eine Notiz auf ein Post-it schreibt und vielleicht jemanden an den Bildschirm klebt. Aber so diese Kleinigkeiten, diese Kultur, die sich ausprägt um die neuen Tools, die fehlt. Und das war eigentlich unser Fokus. Aber ich glaube, explizit haben wir das tatsächlich ein bisschen nicht besprochen. Wir haben es implizit, würde ich sagen, tatsächlich mit drin. Und ein Fun-Fact dazu, ich habe vor vielen Jahren einen Workshop mit einem Kunden gemacht, digitale Zusammenarbeit. Und wir haben nur an Metaplanwänden und auf Papiertischdecken gearbeitet. Und am Schluss in der Retro fragt einer, wo war denn jetzt das Digitale an der Zusammenarbeit? Da habe ich gesagt, die kommt. Aber wenn ihr analog nicht miteinander zusammenarbeiten wollt, ist es vollkommen egal, welches Tool ihr nicht nutzt. Also geht es erstmal um das analoge Verständnis, das Mindset. Es ist nicht erst so die erste Hälfte des Tools. Jetzt sagen wir euch mal, wie Zusammenarbeit funktioniert und im Teil 2 sind die Tools, aber es wird immer wieder auf das Mindset eingegangen und allerdings wird viel der Wille zur Zusammenarbeit auch vorausgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass einer von seinem Chef den Auftrag bekommt, jetzt lern mal, wie digitale Zusammenarbeit funktioniert und der dann widerwillig in einer Schulung drin sitzt. Das ist für Leute, die es tatsächlich auch selber lernen wollen und dann sich von Beispielen und dergleichen inspirieren lassen. Katharina hat gerade noch eine Frage im Chat geschrieben, ob die jeweiligen Unternehmen den Guide dann auf ihr Toolset anpassen müssen, um vollen Nutzen zu erlangen. Das haben wir auch mal regelmäßig diskutiert und das ist auch im Moment noch unsere größte Herausforderung. Ich glaube, weil wir da einfach unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Vielleicht müssen wir da noch mal gucken, ob wir da vielleicht dann auch zwei Sachen draus machen. Dass wir es einmal machen, so wie du es gerade beschrieben hast, dass das jeder Guide quasi für sein Unternehmen oder ihr Unternehmen dann so anpasst, dass es genau auf diese Tools zugeschnitten ist und gleichzeitig einen Leitfaden zu entwickeln, wo sich eben halt Leute außerhalb eines Unternehmenszusammenhangs, also unternehmensübergreifend treffen können und dann eben halt mit den individuellen Tools, die sie nutzen dürfen, und da müssen wir auch einen Hinweis auf die Schatten-IT natürlich machen, damit dann zusammenarbeiten. Und das ist jetzt die große Herausforderung.
Also wir wollen schon so einen eierlegenden Wollmilchsau-Guide eigentlich haben, mit dem wir schon einmal so halt einmal die Idee letztendlich toolunabhängig definieren, dass wir die sozusagen als Grundlage des Guides haben und vielleicht dann tatsächlich dann sozusagen im zweiten Step, so sagte Fabienne ja auch, dann einfach sagen können, so das könnte mit diesem und jenem Tool geben, dass wir schon so ein paar Dinge vorgeben, aber es soll eben schon die Möglichkeit sein, dass dann als Unternehmen ich sagen kann, okay, das geht bei uns nicht, da müssen wir dieses Tool nutzen und da nehmen wir bei uns das und das und halt. Das ist ja der Vorteil eigentlich eben auch an den Lernungsguides und an der Lizenz, die jetzt dahinter liegt, dass wir sagen können, okay, wir haben ein Grundgerüst und das darf ich eben auch lizenzrechtlich an mein Unternehmen anpassen. Genau. Kann sein, dass jetzt sich jemand auch frei also meldet, da mitzumachen und sagt, ich bin Microsoft Teams Profi, dann haben wir eine Erweiterung von dem Guide, dann ist es digitale Zusammenarbeit mit Microsoft Teams. Aber wir haben zumindest meine Wahrnehmung schon bewusst versucht, den ersten Schritt wirklich zu isolieren, diese Tool-Geschichte, weil wir haben auch echt diskutiert und wenn, also ich habe diese Idee auch davor schon hier und da mal gepitcht oder Leuten davon erzählt und wir haben jedes Mal sehr lange darüber diskutiert, was geht, was nicht geht, weil diese Tools, die man einsetzt, so alle, also viele setzen Microsoft Teams ein, aber der Umfang ist unterschiedlich und da fängt das Ganze schon schwierig an und für uns jetzt auch in dieser Gruppe zusammen auf einen Kern zu kommen, der für alle gleich ist, ist schwierig. Aber ich glaube schon, dass so eine Erweiterung im zweiten Schritt, wenn wir uns so ein bisschen, wenn es irgendwie einen ersten Entwurf gibt, eine Erweiterung auf wirklich ein konkretes Tool, das meistgenutzte, könnte ja auch sein, dass es funktioniert. Wollen wir weitergehen? Wir haben noch 8 Minuten. Rainer, oder? Danke, Frank. Ich wollte jetzt tatsächlich nicht ins Wort fallen und das Wort an mich reißen. Und eine Frage von David war noch da. Es war mehr eine Anmerkung als Frage. Ich meine, ich habe jetzt nur mit einem Ohr nebenbei zugehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich ja so mitkriege, geht es ja um das insgesamt große Ganze. Ne? Das Komplexe im Endeffekt, was Entscheidungen oder irgendwelche Neuerungen anbelangt, so runterzudröseln, dass es auch wirklich jeder versteht. Ne? Ja. Dass ich das Schäfchen in die Hand drücken kann und sagen kann, liest dir das mal durch, es ist nicht so einfach, irgendwas einzuführen. Ne? Vielleicht sollten wir 27 Bereiche berücksichtigen. Genau. Um es jetzt mal runterzubrechen. Das ist eine wunderbare Überleitung jetzt auch zu meinem Punkt. Eine Anmerkung muss ich noch machen. Diese Arbeit im Team war für mich, ich bin Wissensmanager und habe an dem Anwendungsfall Wissen teilen gearbeitet. Der Austausch hier, das war eine ganz tolle Lernreise. Ich glaube, dass jeder von uns, der da mitgearbeitet hat, das als wirklich als eigene Lernreise, das war ein Circle an sich, den Leitfaden zu schreiben. Das nochmal als Anmerkung dazu. Und die eierlegende Wollmilchsau, das ist ein extrem breites Thema. Und ich wollte eigentlich jetzt euer Feedback einsammeln, das Feedback an uns und das irgendwie so schön strukturieren, was fehlt, was kann weg, was ist gut, was geht besser. Jetzt, wenn ich allein sehe, was ihr schon an Post-its da draufgeklebt habt, und vielen Dank erstmal dafür. Das Feedback an uns, das wird vielleicht dann auch erst im Nachgang möglich sein. Also nutzt das Tool aus. Ich habe mit dem Simon gesprochen. Die Whiteboards, der Link dazu, wird weiter aktiv sein und in ein paar Wochen dann irgendwann mal in Read-Only-Status gehen und dann in die Doku. Also soweit ist das noch nutzbar. Und ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, die jetzt erst im Nachgang, Mensch, wie waren das eigentlich, dann wäre es ganz geschickt, auch diesen Thread in die Connect-Plattform zu nutzen, um da weiter den Austausch voranzubringen. Und wie es dann Magnus so schön gemacht hat, es gibt viele Formen der Mitarbeit und der Beteiligung. Eines ist, aktiv mitzuschreiben. Das ist ein Commitment, weil wir merken auch, da kann man ziemlich viel Zeit reinstecken, um es dann auch richtig gut werden zu lassen, eben weil das Thema auch so breit ist. Eine andere Möglichkeit, die dann zukünftig wichtiger wird, ist dann
ja, ich will den Circle Guide auch Beta testen, wenn denn was da ist, das man schon mal anschauen kann und wo man dann auch mit der Gelassenheit rangeht, wird noch nicht alles perfekt funktionieren oder es holpert noch ein bisschen im Übergang, dass wir diese Stellen rund kriegen, bevor wir die Menschheit drauf loslassen dann. Und ein Punkt, Feedback, kam heute aus einer Diskussion mit dem Frank raus, dass eigentlich in keines dieser vier Kategorien im Feedback-Matrix da passt. Das ist, eben weil es so ein breites Thema ist, da wäre es doch auch sinnvoll, Schnittstellen in irgendeiner Form zu anderen Guides und Leitfadenteams anzubieten, weil wir mit den Themen Entscheidungsfindung, gehört es hier rein, gehört es zu Projektmanagement, man muss es vielleicht nicht in beiden selber ausformulieren, sondern dann wechselseitig verlinken. Also auch eine Einladung an andere Teams, zu schauen, was gibt's denn so bei uns an Themen? Und dann kann man gemeinsam überlegen, wo ein Modul, ein Baustein dann de facto am meisten Sinn macht. Wenn es ein Kernthema für Projektmanagement ist, dann macht es vielleicht dort mehr Sinn. Das muss man dann wirklich entsprechend rausfinden. Und ja, sehe schon, es wird fleißig weitergeschrieben. Finde ich ganz toll. Und einen Wunsch hätte ich jetzt noch an all die Sketchnoter hier unter euch. Wäre doch schön, wenn wir diese eierlegende Wollmilchsau vielleicht als Wappentier für unseren Leitfaden dann bekommen dann. Das stelle ich mir jetzt gerade lustig vor. Kopfkino, ich kann noch nicht zeichnen und werde mich jetzt auch nicht an dem Teil meine erste Übung damit machen dann. Ja. Gibt's von euch was hier jetzt direkt in dieses Feedback dann noch mit reinpasst oder ein Punkt, den wir jetzt in den letzten 3 Minuten vielleicht noch abklären könnte, um dann weiter daran zu arbeiten? Ein breites Thema. Ist vielleicht was drin, was zu viel des Guten ist, weil wir das Internet heruntergeladen haben und alles da reinpacken. Von mir. Okay. Toll. Dankeschön. Vielen Dank. 3 Minuten. Letztendlich ist das ja auch der perfekte Einstiegpunkt, tatsächlich das Lernos in die anderen Leitfäden und Teams weiterzubringen. Also das wäre auch so ein toller Einstiegs-Circle, womit wir in den Unternehmen das einfach die Idee des lebenslangen Lernens weiterbringen können. Und dann können wir ja das Internet weiterhin runterladen und in andere Leitfäden einsteigen. Und vielleicht noch zum Thema Feedback, also wenn oder Beta-Tester, also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, da hätte ich gerne noch jemanden postet oder sonst in diesen Thread tatsächlich von Connect, dass die Kommunikation darüber stattfindet für diejenigen, die, sage ich mal, nochmal drüber stolpern und sich da irgendwie melden für die Sachen. Das wäre ganz gut, wenn wir dort das Forum nutzen und natürlich auch andere Teams das sehen. Weil unsere Teamkommunikation jetzt hier für den Guide findet hauptsächlich in Microsoft Teams statt. Das ist eine ziemlich geschlossene Gruppe. Das heißt, wenn es doch Sachen gibt, die irgendwie breiter und wichtiger werden für alle, den Thread in der Cognian Community zu nutzen. Vielen Dank für euer Interesse an unserer Session und euer Feedback und Nachfragen. Und ja, das war für uns nochmal eine richtig gute Impulsrunde, um jetzt neu motiviert uns weiter ans Lernfahrtschreiben zu begeben. Vielen, vielen Dank. Und an der einen oder anderen Stelle werden wir ja dann mit euch nochmal in Kontakt kommen und euch wissen lassen, wie so der Stand der Dinge ist und wie es weitergegangen ist. Ja, wir freuen uns. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Eine Frage hätte ich jetzt noch im Rückblick auf das Feedbackboard, das Kapitel Stay Analog. Also ich könnte mir gut vorstellen, so einen Übergang von analog zum digitalen oder was gilt in beiden Welten, aber Stay Analog? Wie ist das gemeint? Ich wollte nur, und vielleicht ist ein Kapitel zu viel, eine Präambel. Es gibt ja manches, wo wir sagen können, mach das bitte nicht digital in der Zusammenarbeit. Und vielleicht wären da ein paar Sätze ja auch gut zu Beginn. Ja, so ist es gemeint. Genau, was,
Das würde ich jetzt dann so aufnehmen, was funktioniert analog besser, dass wir das dann vielleicht auch rausnehmen, dass nicht alles digital sein muss. Dann, ja? Genau, so ist besser, okay. Vielleicht, Rainer. Mhm. Danke. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Wenn ihr direkt sagt, was funktioniert analog besser, schränkst du schon den Lösungsraum ein. Und dann probieren wir nichts mehr aus. Es gibt auch Teamsituationen, wo das einfach gar nicht geht, analog. Insofern muss man alles, was man dort in dem Kontext machen, muss man irgendwie digital lösen, weil es gar keine andere Lösung gibt. Insofern finde ich diese Fragestellung auch mich nicht so passend. Das ist auf jeden Fall ein Denkanstoß an uns, also weil wir haben ja schon gemerkt, dass das Thema analog haben wir komplett erstmal außen vor gelassen, so explizit darüber zu reden und für euch vielleicht zu sehen, die Diskussionen bei uns zu allen möglichen Themen, zu dem Guide, sind nicht immer einfach, weil wir wirklich komplett unterschiedliche Meinungen auf dieses Thema oft haben, nicht immer. Und deswegen finde ich es halt spannend, wirklich mit sehr vielen, also auch so mit so einem diversen Team insgesamt, das alles zu besprechen, um all diese unterschiedlichen Blickwinkel da reinzubringen. Also für mich ist es echt ein sehr cooles Experiment insgesamt, also auch eine Lernreise, wie ihr schon gesagt habt, an sich. Ich lade euch alle ein, wir können ja jetzt die Pause noch drüben auf der Insel am Whiteboard verbringen. Dann können wir da noch ein paar Gedanken weiterspinnen. Ansonsten habe ich versucht, das jetzt so zusammenzufassen, welche Lösung passt am besten für die jeweilige Situation, analog versus digital oder synchron, Live-Meeting versus asynchron, um aus dem Pool der Möglichkeiten auch zu schöpfen und das Passende zu finden. Danke für euer Feedback. Dankeschön. Danke, bis dann. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.